Einen wunderschönen guten Tag. Ghost War mit Dalu, Alex und dem Kapuzenwurm. Hallo. Hallo Lolo. Hi. Oh, hallo Lolo. Schlecht gewesen. Darf ich, erzähle euch meine Red Bull Geschichte, okay? Welche denn? Ja. Wollte heute beim Mediamarkt, gibt's beim langweilig. Hey, jetzt lass mal, das wird so spannend. Bei der Kasse wollte ich, da gibt's immer diese Red Bull, kann man immer mitnehmen. Beim Mediamarkt. Habe ich mir gedacht, sonst wäre es ja nicht die Red Bull Geschichte. Ja, aber gut, beim Mediamarkt. Und jetzt lass ich reden. Und dann wollte ich die kaufen, ja, und dann stehe ich da zu 5 Minuten, denke mir, was ist denn jetzt los bei der Kasse, warum, ne? Und hat die den scheiß Strichcode vom Red Bull nicht gefunden und musste jetzt anrufen, irgendein Manager. Ja, weil die Dose so groß ist. Nein, die konnte, das ging nicht, die konnte sich piepsen. Und jetzt, jetzt musste die den Code manuell eingeben, die dumme Kuh. Und jetzt habe ich dann gesagt, ja, okay, dann, bevor sie den Manager da jetzt rufen, der kommt von irgendwo und das dauert noch weiter, scheiße auf Red Bull. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, ist das okay? Sag ich, naja, muss ja so, ich will ja nicht ewig warten. Und dann meinte sie so, habe ich gesagt, trinken Sie es für mich. Und sie meinte dann, sie dürfen es nicht trinken. Was? Sie dürfen keinen Bull trinken, meinte die Kassiererin. Ja, darfst du nicht, das ist ungesund. Ja, ist ungesund. Das ist, ja, wirklich? Das, ja, hätte ich nicht gedacht. Aber warum, das muss ja einen Grund haben. Ja. Die sonst nur die Kassiererin, das, sie wollten ja, schon einer beim Mediamarkt schon voll ausgerastet, als er einen Red Bull getrunken hat. Ja, Red da gab es ja halt diese Geschichte. Das Red Bull Massaker. Deswegen haben wir ja gefragt, welche Red Bull-Geschichte meinst du? Es gibt ja noch die krasse. Red Bull-Massaker. Ja, ja, so darf man es nicht nennen. So darf man es nicht nennen. Aber das ist ungefähr der... Der Twist, ja. Wird doch irgendeiner links oben auf dem Berg sein, ja, oder? Also links habe ich nichts hinlaufen. Aber bis jetzt schießt mir auch keiner von links. Das muss nichts heißen. Aber es kann nur noch einer ein Schlimmer sein. Da waren zwei. Die sind lang nebeneinander. Alex, pass auf, da hinten. Da so? Komm, ein. Erstmal die Gegend abscannen mit meinem Thermablick. Ich bin nämlich der Terminator. Was hast du für eine Waffe, Alex, nochmal? Die Standardwaffe. Hinter den Steinen, du siehst den Stein sogar, wo sie sind. Ja, da. Hä? Aber die zeigen sich ja nicht mehr. Da. Feinddrohne über uns. Tschüss! Boah, der. Links, Alex, von dir links siehst du. Da ist was und da sind. Da seht ihr alle drei. Ich sehe nur zwei. Very good. Hinter dem Stein. Da ist noch einer, Ja, da ist. Ja, genau. Heb ihn auf. Und ich hab keine Munition mehr, ich muss pushen. Oh, guck mal, geh close. Nein, du hebst, er hebt ihn auf und... Nein, meiner. Hat voll im Bild. Gut, deine Sicht war gut dran. Guck mal, wer vorne läuft. Typen, das voll der schönste von allen. Ich hab 0 Punkte. Ich bin vorne. Schlecht. Huira, was stand da gerade unten an der Tankstelle? Ja. Guck mal, Alter, was ist das für ein unfaires System? Ich hab 2 Leute gekillt, hab 100 Punkte, ey. Ja, ich finde es gerecht. Frechheit. Was ist du hast gar nicht 2 gekillt. Ich hab sowas von 4. Ich hab 4 gekillt. What? Nein, ich hab wirklich 2. Also der hat den aufgehoben, ne? Nein. Wie kann ich das Scoreboard sehen? Ich hab den einen am Stein gekillt und dann den, der ihn aufheben wollte. Das zählt nicht. Du hast vielleicht einen halben gekillt, Alex. Nö, ja? Ich habe einen direkt durch die One gekillt. Du bist wie beim Torwart, nicht der mit der Nummer 1, sondern der auf der Ersatzbank sitzt. Du meinst mit der 0? Was hat denn der Torwart? Nur die 0, oder? Oh, jetzt kommt auch noch das Fußballwissen raus. Hier, Achtung, Insider. Beim Basketball gibt es die Trikot Nummer 1, 2 und 3 nicht. Weil? Weil der Schiedsrichter manchmal 1, 2 und 3 mit den Fingern zeigen muss, weil das für bestimmte Regeln und Abläufe steht und sich deswegen kein Spieler angesprochen werden. Was, wenn er 4 Finger zeigt? Was? Ja, 4 Finger? Dann ist die 5 gemeint. Basketball hat nur 3 Regeln. Ja? Das muss man ja doof sein, wenn man da. Wir sind auf jeden Fall sehr kompetent, das merkt ihr jedes Mal bei den Videos. Wir wissen eigentlich über alles Bescheid. Wir wissen über alles druidenmäßig. Wir sind überall sehr druidenmäßig unterwegs. Wir wissen von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Aber, ja. Ja, genau. Das muss auch reichen. Ja, genau. Es reicht, wenn ich euch eine Info mitgeben kann. Ob ich die jetzt erklären kann, ist irrelevant, ja, solange es stimmt. Ja, so ist halt. Da ist noch ein Rekrut. Irgendwie fehlen da noch 2, wa? Ja, kann ich auch nicht helfen. Nicht?
Leute, wenn man die Lampen ausschießt, Dalu, wenn man die Lampen ausschießt, dann ist die Thermasicht nicht mehr betroffen. Ja, das habe ich nicht. Das ergibt keinen Sinn. Deswegen hat Dalu schon häufig gesagt, schieß mal die Lampen aus. Das ergibt gar keinen Sinn. Na klar. Wieso ist die sofort kalt oder was, wenn ich dagegen schieße? Ja, die ist kaputt. Ja, aber die ist ja trotzdem noch warm. Ja, aber was denn? Es ist doch kaputt gegangen. Geht ja keine Wärme mehr davon auch weg. Ja, aber nein, die Lampe ist noch kaputt. Ja, instant weg. Da hinten ist Wärme. Ja, aber was soll denn davon Wärme ausstrahlen? Die zerplatzt und fällt auf den Boden. Richtig, also wenn, müsste auf dem Boden irgendwas noch heiß sein. Hab ihn. Achso, und das Metall wird nicht warm? Nein. Schon lange nicht mehr bei den Energiesparlampen. Stimmt, bei LED-Lampen. Die haben gar keine Hitze. Klar, doch, die haben auch ein bisschen Wärme. Wo ist denn jetzt hier ein Gegner, Kundran? Ich kann keine Frags holen. Ja, ich hab noch CD. Lol. Warum sind die denn alle in der Base noch? Oh, hier, bei mir ist was. Da sehe ich keinen. Kundran, pass auf deine Kundran, geh weg! Der letzte ist bei mir. Hör den doch. Du wolltest doch Kills haben. Nein, nein, das ist ein Decoy. Der ist bei mir, ist genau hinter mir. Was ist ein Decoy? Dein Blödsinn. Doch, ehrlich, das ist so ein Störsender. Du willst doch, dass ich zu dir gehe, du Affenkopf. Oh, doch, das ist ein Störsender. Ja, er hat recht. Ja, den hole ich mir. Ach, Mann. Ich habe ja nicht mal eine Chance gehabt, ja. So ein weiter Weg. Habe ich irgendeinen Punkt gemacht? Ich glaube nicht. Das war deine stärkste Runde kaputt. Danke. Oder habe ich überhaupt 50 da Punkte. Hier, Alex und ich haben beide 460. Habe ich ihn gekillt? Ich glaube. Nee. Glaube nicht. Ich glaube, du hast einen. Ich habe schon so gute Runde geholt davor. Okay, Kapuze hat einen Kill gemacht. Ich habe noch Kundern, oder? Keine Ahnung, ja, ja. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Könnt ihr wissen. Tschüss.